Sind Sie bereit, Herr Rosenbusch? An Sie geht nämlich die erste Frage. Und zwar von Carmen Strehle-Schuler. Die fragt, Herr Rosenbusch, wie sehen Sie den Einsatz von E-Bussen im öffentlichen Personennahverkehr, obwohl es Förderaussichten für Wasserstoffprojekte gibt? Ja. Vielleicht erstmal zur Technik an sich. Also es gibt auf der Welt ungefähr 350.000 Elektrobusse, davon fahren 320.000 in China. Ja, jetzt sind wir uns alle einig, der chinesische Strom ist nicht der beste, aber die Technik des E-Busses an sich scheint zu funktionieren. Wir haben im Landkreis München seit mittlerweile schon seit 2 Jahren fast eine Elektrobuslinie mit 4 Elektrobussen. Die Stadtwerke haben Elektrobusse. Die Elektrobusse fahren einwandfrei. Also kann man nicht mehr sagen, dass das irgendwelche Prototypen sind. Also technisch gesehen funktioniert der Elektrobus. Er hat übrigens einen wahnsinnig großen Vorteil. Er ist unglaublich leise. Also ich war vor einer Woche bei einer Podiumsdiskussion virtuell, da ging es um Lärm des Straßenverkehrs. Also bis 40 km/h reduziert sich das massiv, weil er schlicht wahnsinnig leise ist. Danach kommt der Rollwiderstand, der ist natürlich gleich. Jetzt die Frage Wasserstoff oder Elektro. Ich persönlich, ehrlich gesagt, glaube, dass wir im Busbereich, sofern wir nicht von Überlandbussen oder Fernreisebussen reden, eher auf die Batterie schauen werden, weil die Energieeffizienz, die wir erreichen zwischen quasi 100% Energieeintrag und wie viel davon landet auf der Straße, liegt beim Elektrobus ungefähr bei 67%, beim Oberleitungsbus sogar über 70%, beim Wasserstoffbus sind wir ungefähr bei 26%. Das heißt, ich bräuchte, ganz banal gesprochen, für einen Wasserstoffbus 4-mal so viele Windräder wie für einen Elektrobus, 3-mal so viele Windräder wie für einen Elektrobus. Und das ist im Augenblick ja nicht absehbar. Also wenn wir für Energie sparen wollen, dann werden wir innerhalb der Großräume Elektrobusse sehen. Das heißt aber nicht, dass Wasserstoffbusse keine Berechtigung haben, immer dann, wenn es über längere Strecken geht, wo ich eben mehr als 300 Kilometer am Tag fahre. Und das machen in der Regel die normalen Busse nicht bei uns. Dann wird der Wasserstoffbus eine Alternative sein. Aber für den Ballungsraumverkehr in allen bayerischen Städten sehe ich eher den Elektrobus. Nichtsdestotrotz, kurzer Exkurs, haben in der Tat eine Wasserstoffbuslinie im Augenblick im Landkreis Ebersberg in der Umstellung und im Landkreis München auch, um das einfach mal technisch zu testen, wie es funktioniert, wie die Ladezyklen sind, einfach damit wir einfach technisch auf dem Markt bleiben. Aber ich glaube, in erster Linie geht es bei uns um Elektrobusse. Vielen Dank fürs Antworten. Dann haben wir eine Frage an Herrn Friedel. Das schließt sich eigentlich an die vorletzte Geschichte an. Florian Kasper Richter. Er fragt, Baustoffe wie Sand werden knapp. Wie können wir in Zukunft ökologisch und ökonomisch bauen? Ja, Baustoffe wie Sand und Kies werden knapp. Da gebe ich dem Herrn Richter vollkommen recht. Deswegen ist es auch wichtig, wir haben jetzt in der letzten Plenarsitzung einen Gesetzentwurf gehabt zur Kombinationsverordnung. Denn es ist wichtig, dass wir mehr Baustoffrecycling machen und nicht die teuren Stoffe, wenn ein Haus abgebrochen wird, wenn ein Gebäude abgebrochen wird, die dann nicht irgendwo auf der Müllkippe landen, sondern dass diese Baustoffe recycelt werden, kann man hervorragend dann wieder verwenden beim Bauen, beim Betonieren, beim Häuserbauen. Also das ist auf alle Fälle sehr wichtig und danke für die Frage eben auch von Herrn Richter, dass wir, da wird mir der Professor Tierstein recht geben, nicht wieder zurück zu den Höhlenbewohnern kommen. Das dürfte auch aus der Frage stehen. Nur, wie werden wir wohnen? Und so ist auch der Titel der heutigen Veranstaltung, wie werden wir wohnen? Wo werden wir wohnen? Und wie ich jetzt gesagt habe, in dem Punkt vorher, Holz ist ein hervorragender Baustoff, aber auch der Ziegel ist ein klassischer, natürlicher Baustoff und Sand und Kies kann man wieder im Recyclingverfahren wieder zurückgewinnen. Betonrecycling kann man wieder verwenden. Also man muss mehr auf unsere Ressourcen schauen, weil alle Ressourcen, die wir haben, sind irgendwann endlich.
Professor Thierstein, die nächste Frage an Sie kommt von Barbara Stein. Sie fragt, welche Möglichkeiten sehen Sie für Bauvorhaben oder Ausbauvorhaben im Außenbereich? Tja, Sie meinen also ganz generell, ob wir da noch mehr bauen sollen oder nicht. Ich sage es mal so, ich habe es ja vorhin in der Diskussion schon angedeutet, meines Erachtens ist die knappste Ressource, die wir in diesem Jahrhundert haben, im 21. Jahrhundert, ist eben produktive und auch leistungsfähige Fläche. Und da stellt sich einmal die Frage, was wir damit machen. Bislang in den letzten 200 Jahren in der Industrialisierung haben wir eigentlich die Fläche einfach laufend dazugenommen, weil wir quasi keine Grenzen hatten. Es gab keinen richtigen Preis dafür. Jetzt, wenn man in den inneren Städten heutzutage guckt, ist mittlerweile die Preiswirkung tatsächlich so, dass der Quadratmeterverbrauch gestoppt ist, also in der Stadt München, aber in vielen anderen größeren Städten Europa sieht man das eigentlich schön, dass die Quadratmeterfläche fürs Wohnen auf einem hohen Niveau stagniert. Und das hat wesentlich damit zu tun, dass eben der Preis mittlerweile so hoch ist, dass sich wirklich jeder überlegt, was soll er noch machen. Und in dieser Situation sagt man sich, ja gut, das Bauen ist dann so teuer, jetzt bauen wir halt im Außenbereich. Und da gibt es natürlich diese ganzen Anstrengungen. Es ist ja auch im Baugesetzbuch ganz klar geregelt, innen vor außen. Aber wie wir wissen, das Gesetz ist das eine, aber die Ausführung ist das andere, weil natürlich jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin ist besonders schlau und macht dann irgendwas, was halt trotzdem vielleicht nicht ganz so konform ist. Und die übergeordnete Behörde macht da mit. Also die Praxis ist ein bisschen anders. Jetzt habe ich einfach einen tollen Vorschlag, weil ich persönlich auch nicht so an diese radikalen Schnitte innen und außen und was ist dann schon innen und außen ganz genau. Da würde ich eigentlich einfach sagen, wieso wollen wir nicht ins Baugesetzbuch oder grundsätzlich in allem, was mit Flächenverbrauch zu tun hat, auch Landwirtschaft zum Beispiel, mit dem Prinzip 2 für 1 operieren. 2 für 1. Überall, wo ich im Außenbereich, auf die Frage einzugehen, sozusagen jetzt einen Quadratmeter neu brauche, weil ich unbedingt ein ganz wesentlich wertvolles Projekt habe und die Kommune findet das auch ganz toll und Sie selber auch, sind auch da überzeugt. Also wenn Sie diesen einen Quadratmeter unbedingt da draußen wollen, dann muss gleichzeitig im Tausch 2 Quadratmeter sozusagen zurückgegeben werden. Also entsiegelt werden, wieder fruchtbar gemacht werden, als Freiraum und so weiter bereitgestellt werden. Und damit haben wir plötzlich eine wunderbare Diskussion, nämlich einerseits über die Wertigkeit dessen, was man zusätzlich im Außenraum braucht, diesen einen Quadratmeter, das steht natürlich stellvertretend, und gleichzeitig überlegen wir uns, okay, wo geben wir jetzt 2 Quadratmeter zurück, um das Stadtklima zu verbessern, um den Wassereintrag zu verbessern, um die Schwammstadt, also die Absorptionsfähigkeit bei zunehmenden Starkregen in den Städten oder städtischen Räumen zu gewährleisten. Und damit haben wir einfach ein ganz anderes Prinzip, nämlich das Prinzip des Gebens und Nehmens, des Aushandels, des offen drüber Diskutierens und nicht einfach, ja, das ist außen, da geht nichts mehr und innen, die müssen jetzt halt dran glauben. Und ich glaube, dieses Prinzip von 2 zu 1 oder 2 für 1 müsste man mal diskutieren. Das sollte doch einem liberalen Land wie Bayern eigentlich gut anstehen. Herr Friedl, da könnten Sie doch mal eine Initiative starten im Parlament. Danke, Herr Professor Thierstein, für diesen Ansatz. Ja. Nur ganz kurz, jetzt, Sie haben das auch schon ausführlich jetzt, geschildert. Außenbereich ist natürlich Baugesetzbuch, Paragraph 35. Mit dem werden wir ja auch in den Kommunen auch immer oft konfrontiert. Sehr oft, gerade was landwirtschaftliche Betriebe anbelangt, was Hofnachfolger anbelangt, die natürlich auch sehr oft
Probleme bekommen bei den Bauaufsichtsbehörden, wenn sie praktisch für ihre junge Familie, wenn der Hofnachfolger für seine junge Familie da einen zusätzlichen Wohnraum schaffen will, dann wird der natürlich absolut beäugt und wird dann genau vorgeschrieben, wie viel Quadratmeter das ihm zusteht. Ist für Landwirte natürlich, die über viele Hektar verfügen, oft nicht nachvollziehbar. Ja. Und das sollte dann doch die eine oder andere Bauaufsichtsbehörde in den Landratsämtern dann doch genauere Prüfungen unternehmen. Denn uns allen ist wichtig, dass weiterhin unsere landwirtschaftlichen Betriebe weiterhin existenzfähig sind, dass auch die Hofnachfolger Wohnungen für ihre oder Wohnraum für ihre Familie schaffen können. Und gut, das mit dem 2 für 1, Herr Professor Tierstein, ist einmal eine Überlegung, dass man mal näher verfolgen kann. Sehr süß. Bei der nächsten Frage, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil der Herr Professor Tierstein eben so vehement gegen Drohnen war. Und zwar geht die Frage an Herrn Rosenbusch. Hubert Jester fragt, werden Sie den Busbahnhof Schwabing demnächst mit Landeplätzen für MVV-Drohnentaxis ausstatten? Entschuldigung. Nein, also ich bin da völlig bei Professor Tierstein. Also die Drohne mag Berechtigung haben, aber also wenn wir sehen, was es allein für Widersprüche und Einsprüche gibt, wenn man auch nur eine Oberleitung irgendwo hinzieht, wird kein Anwohner jemals eine Drohne über seinen Garten akzeptieren. Ich glaube auch, die werden reihenweise abgeschossen oder beschossen. Das ist nicht deutsch, sage ich mal, eine Drohne über seinem Garten zu haben. Also das gibt es vielleicht andere Länder, die da locker mit umgehen. Es gibt Seilbahnen, die in Bogota fahren über bewohntes Gebiet. Aber das, glaube ich, werden wir nicht erleben. Jedenfalls nicht in einem Ausmaß erleben, dass es verkehrlich irgendeine Sinnhaftigkeit hat, dass wir innerhalb Bayerns mit Drohnen fliegen, außer irgendwie in entfernten Gebieten über ländlichem Raum. Ich finde es auch eher so ein bisschen bedrohlich, wenn da so ein Ding da rumschwebt. Okay. Also ich möchte das nicht über meiner Wohnung haben, ehrlich gesagt. Ja. Nee, das nicht wirklich, ne? Herr Friedel, nächste Frage an Sie von Klaus Geimer. Er fragt, in Ländern wie Griechenland und Norwegen ist die Eigentumsquote höher. Was können wir in Bayern tun? Ja, Herr Geimer, da muss ich Ihnen absolut recht geben. Die Eigenheimquote in Bayern ist bei 51% im Schnitt. In der Bundesrepublik ist bei 46% und in Griechenland sind es bei Weitem über 70%. Wir haben zum Beispiel in Bayern 2018 ist die Eigenheimzulage aufgelegt worden, als Programm aufgelegt worden. Und das hat sich herausgestellt, dass das ein Erfolgsmodell war. Jetzt war Corona-bedingt, haben Bauherren Probleme gehabt mit der Fertigstellung, weil einfach Verzögerungen waren, weil die Geschäfte für Fliesen, Bodenbeläge haben zum Teil schließen müssen. Die Bauherren haben nichts aussuchen können, haben ihre Materialien, Fliesen, Bodenbeläge, Sanitäreinrichtungen und dergleichen nicht aussuchen können. Und für die hätte ich mich eingesetzt gehabt, jetzt zum 31.12., weil das war eine der Voraussetzungen, Kaufvertrag, Baugenehmigung und Einzug zum 31.12.2020, den nicht nachweisen konnten, weil einfach das Haus nicht fristgerecht fertiggestellt werden konnte. Und leider bin ich da bei unserem Koalitionspartner da nicht durchgedrungen. Nichtsdestotrotz, wir müssen die Eigenheimquote erhöhen. Wir müssen schauen, dass die Menschen mehr zu Eigentum kommen, denn in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus zu wohnen, ist meiner Meinung nach die beste Altersvorsorge. Also, Herr Friedel, da müsste man jetzt wirklich diskutieren. Ich glaube, diese Ideologie darf man ja nicht einfach so stehen lassen.
Es gibt weltweit interessante Studien von Makroökonomen. Es gibt einen ganz klaren positiven Zusammenhang zwischen der Eigenheimquote und der Konservativität einer Bevölkerung. Und das noch gepaart mit der zunehmenden Alterung führt eigentlich zu einer massiven Sklerotisierung des politischen Prozesses. Es gibt keinen rational vernünftigen Grund, wieso man eine hohe Eigenheimquote haben muss, weil hohes Eigenanteile geht ja auch nochmal einher mit einem extremen Risiko. Wenn Sie die USA angucken, Finanzwirtschaftskrise, das war die Subprime-Krise auf Englisch gesagt, also die Hypothekarverschuldungskrise. Das war ideologisch gepusht worden über Jahrzehnte von den amerikanischen Regierungen, und zwar unabhängig von den Republikanern und den Demokraten. Und das hat dazu geführt, dass sich alle derart verschuldet haben. Und dann hat das Zinsniveau ein bisschen geschwankt und schon war man am Ende. Ich glaube, auch die Altersversorgung, von der Sie sprechen, das gilt vielleicht in dichten städtischen Räumen. Aber wenn Sie jetzt heute zum Beispiel rumgucken in ganz Deutschland, in den Flächenstaaten und dort mal ehrlich mit den mit den Sparkassen sprechen, dann können Sie darauf wetten, dass dort viele Hypothekarkredite unter Wasser sind. Das heißt, die Eigenheimbesitzer sind gar nicht mehr in der Lage, die Kredite zu amortisieren, weil der Verkehrswert tiefer ist. Sie können das gar nicht mehr verkaufen. Und die Leute werden immer älter. Es gibt keine medizinische Versorgung in diesen Flächen und es gibt auch keine schulische Versorgung. Es gibt keine Nahversorgung. Und damit haben wir eigentlich eine totale Falle. In den ländlichen Räumen sind Eigenheime langfristig gesehen eine Falle. Und wir sollten das auf keinen Fall zusätzlich befördern. Überhaupt nichts gegen den Bestand, aber das ist sozusagen auch im Sinne der sparsamen Flächenproduktivität eigentlich überhaupt keine Strategie für die Zukunft. Ja, Herr Professor Tierstadt, Sie haben das wahrscheinlich jetzt nicht richtig verstanden. Es geht ja nicht nur um die Eigenheime, es geht ja um die Eigentumsquote auch von Wohnungen. Genau, da reden wir dann, genau, oh, da haben Sie recht, Herr Friedl, man muss genau hinschauen. Nicht ja. Eigenheime, Eigentumsquote. Ja. Und genau dort, wo die ÖPNV-Haltepunkte sind, dort, wo Verdichtung und Mischnutzung möglich ist, dort sollte man eine gute Mischung von Eigentum und Miete und auch genossenschaftlichem Wohnen anbieten. Das sind eigentlich die Lösungen, die die Menschen heute brauchen. Aber keine freistehenden Einfamilienhäuser und sowas. Das ist wirklich von gestern. Das sind die Sanierungsfälle von übermorgen. Ja, aber die Eigenheimzulage ist ja auch für Wohnungen bezahlt worden. Und ich weiß aus meiner Immobilienerfahrung, dass eben gerade bei jungen Bauherren, bei jungen Familien, die Eigenheimzulage, früher hat es das ja vom Bund gegeben, ist ja abgeschafft worden. Dann hat das Bayern aufgelegt, dass die Eigenheimzulage, das Geld von der Eigenheimzulage von sehr vielen Banken in die Finanzierung mit einbezogen worden ist, als Eigenkapitalersatz. Weil einfach gerade junge Menschen, junge Familien über so viel Eigenkapital verfügt haben. Und deswegen war das auch mit ein Punkt für die Finanzierung. Und ein weiterer Punkt jetzt um die Frage war ja, wie können wir die Eigentumsquote, nicht die Eigenheimquote, wie können wir die Eigentumsquote erhöhen? Auch ein Vorschlag ist auch von der FDP und von uns Freie Wähler auch, dass man die Immobilie, die eigen genutzt wird, von der Grunderwerbsteuer befreien. Denn wir wollen ja fördern. Wir wollen fördern, dass mehr Menschen in der eigenen Wohnung, im eigenen Eigentum wohnen. Und das ist der Ansatz von mir jetzt auch gewesen, weil ich gesagt habe, das ist die beste Altersvorsorge. Das war es immer schon und wird es auch in Zukunft bleiben. In der eigenen Wohnung mietfrei zu wohnen, ist die beste Altersvorsorge. Auch wenn ich dann im Alter nicht mehr unbedingt da wohnen kann, dann kann ich aber immerhin, habe ich dann eine Masse, die ich dann eintauschen kann gegen eine andere Wohnung. So, meine Herren, ich sehe schon, es gibt viel Diskussionsbedarf, aber ich würde gern wieder den Herrn Rosenbusch mit ins Boot beziehungsweise auf die Straßen holen, denn die nächste Zuschauerfrage kommt von Dampfi 1969, fragt, Störungen im ÖPNV nerven, zum Beispiel Stellwerk Ost, viele fahren dann mit dem Auto, wie kann das besser werden?
Ja, im Grunde, wir leben gerade im Großraum München, aber eigentlich fast in ganz Bayern von einer Infrastruktur, also von Gleisen und Netzen, die sind in München ungefähr 50 Jahre alt. Also zur Olympiade wurde alles, wir haben nächstes Jahr übrigens 50 Jahre MVV und 50 Jahre S-Bahn. Also das ist wirklich ein System, was 50 Jahre alt ist, seitdem nicht großartig saniert wurde. Das gilt, wenn man ganz ehrlich ist, für große Teile von Bayerns, ebenso wie Deutschlands. Die Eisenbahn ist über Jahrzehnte vernachlässigt worden. Wenn man kein Geld in die Infrastruktur steckt, kann man auch nicht erwarten, dass es so richtig, richtig gut funktioniert. Nur im Vergleich, in Deutschland werden pro Kopf ungefähr 82 Euro in die Eisenbahninfrastruktur, also in die Netze und Gleise gesteckt. Es sind in Schweden, ich glaube, 160, in Österreich 230 und in der Schweiz sind es über 300 Euro pro Kopf. Also jetzt kann man sagen, die Schweiz hat Berge, dafür haben wir ehrlich gesagt wahnsinnig viele Hügel in Deutschland, die sind auch nicht besser. Wir investieren einfach zu wenig. Ja, und das ist eine Frage der Prioritäten. Also Geld ist genug da, glaube ich, das haben wir jetzt wieder gesehen. In den letzten Monaten und Jahren ist eine Frage, woran investiert man? Und wenn man wirklich jetzt das Thema Mobilität angehen will, dann muss man einfach mehr Geld in das System packen und woanders abziehen, damit wir das, diesen Sanierungsstau nachholen und weiter aufbauen können. Vielleicht noch mal ein Wort auch zum Raum- und Platzthema. Wir haben allein in Bayern zwischen 2008 und 2020 sind 1,2 Millionen Autos neu zugelassen worden, nur in Bayern. Wenn Sie das mal 4 oder 5 Meter sind, dann sind Sie bei 5, 6 Millionen Metern. Das sind also quasi Tausende von Kilometern, die einfach an Platz durch parkende Autos wieder jetzt quasi beansprucht werden. Also deswegen brauchen wir einen starken ÖPNV, deswegen müssen wir ihn ausbauen, weil wir diesen Platz, Herr Professor Thierstein und auch Herr Friedl haben es ja beide gesagt, nicht haben. Und ich glaube, da müssen wir jetzt rangehen, dass wir dieses Thema angehen, ÖPNV ausbauen, einfach auch um den Platz neu aufzuteilen. Es sind wirklich wahnsinnig gute und viele Fragen von unseren lieben Zuschauern da. Herr Tierstein, noch eine an Sie. Linus Springer fragt, wie sollen wir mit Vermietungsportalen wie zum Beispiel Airbnb umgehen, die den Wettbewerb um Wohnraum forcieren? Naja, ich glaube, man muss einfach gucken, dass diese Portale, also alle digitalen Plattformen eigentlich mit den gleich langen Spießen wie Beherbergungsbetriebe auch umgehen müssen. Das ist eigentlich auch ja unbestritten. Das kommt ja nach und nach. Und damit haben sie natürlich auch ähnliche Gestehungskosten. Und das ist sozusagen das mit den gleichen Spießen. Was aber diese Plattformen uns ja eigentlich deutlich zeigen, ist, dass sie eigentlich das Angebot verflüssigen. Das heißt, sie mobilisieren eigentlich versteckte Reserven an Wohnfläche, die eben jetzt dann für einen höheren Nutzungspreis letztlich angeboten werden, aber die sonst eigentlich nur ungebraucht daliegen in der Regel. Es gibt natürlich schon professionelle Eigentümer, die sich dann das extra zulegen, aber die 60, 70% von Airbnb Angeboten sind eben Leute, die das sonst selber nutzen und jetzt einfach zeitweise weitergeben. Und diese verstärkte Flexibilisierung der Raumnutzung ist eigentlich genau das, was wir in diesem sehr, sehr regulierten Bodenmarkt und Immobilienmarkt eigentlich brauchen. Also damit will ich sagen, es gibt eben die zwei Seelen da in dieser Brust. Auf der einen Seite ist es ein super Beispiel, wie diese digitalen Plattformen eigentlich Angebot und Nachfrage viel effizienter zusammenbringen. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen dann schon alle mit den gleichen Spießen, gleichen regulativen und Spießen und Kosten letztlich arbeiten, um zu zeigen, ob sie dann tatsächlich produktiver sind am Markt oder nicht. Vielen Dank dafür. Eine letzte Frage picke ich mir raus von Markus Eppenich. Und zwar geht sie in die Richtung, wir müssen digitaler werden, e-Government. Er fragt, vielleicht Herr Friedl, bis wann sehen Sie eine Chance, die Online-Baugenehmigung zu verwirklichen? Also, dass man online eine Baugenehmigung bekommt. Ja, es ist ja vom Bauministerium ja ausgeschrieben gewesen, ein Pilotprojekt für 15 Landratsämter, die sich daran beteiligen, an der digitalen Baugenehmigung, dem digitalen Baugenehmigungsverfahren. Und
Es liegt natürlich jetzt auch sehr viel an den Kommunalpolitikern, da dahinter zu sein, gerade in den Kreistagen, in die Kreisräte, das anzuschieben, dass in mehr Landratsämtern, in mehr Bauaufsichtsbehörden, dass sich die des digitalen Baugenehmigungsverfahren, dass die das an sich ins Amt holen, ist natürlich auch nicht ganz einfach, weil man zusätzlich Personal braucht. Aber das wird die Zukunft sein und ich denke, dass im Laufe dieses Jahres bestimmt es an einigen schon bei einigen Landratsämtern funktionieren wird. Ebersberg zum Beispiel läuft es ja schon und ich denke, dass bayernweit müsste das Ganze in 2, 3 Jahren auf alle Fälle soweit abgeschlossen sein. Wie gesagt, sehr viel hängt natürlich auch am Personal in den Landratsämtern. So, meine Herren, jetzt kommt meine beliebte Abschlussfrage, die ich immer ganz individuell gestalte, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Herr Rosenbusch, Sie haben Ihre Glaskugel und Sie schauen hinein. Wie ist Ihr Bayern in, ja, bleiben wir bei 20 Jahren? Was hat sich verändert? Was wünschen Sie sich? Also wir sind alle weiterhin mobil. Wir sind umweltfreundlich mobil. Das heißt, wir haben es echt geschafft, klimaneutral zu sein. Wir haben die Städte vom Verkehr entlastet, haben mehr Grün in den Städten, haben aber auch die Region vom Verkehr entlastet, indem wir einfach ein optimales Zusammenspiel haben zwischen Bus, Bahn und Auto und Fahrrad. Ja, haben wir heute noch gar nicht diskutiert. Und dadurch hoffe ich, dass wir doch in weiten Teilen einfach Lebenswertigkeit erhalten haben, aber auch in weiten Teilen lebenswerter sind als heute. Und das ist, glaube ich, das, woran wir jetzt auch wirklich alle arbeiten. Herr Professor Thierstein, was sagt Ihre Glaskugel? Wir arbeiten mit seriösen Instrumenten und ich sehe es aber sehr ähnlich wie Herrn Rosenbusch. Wir werden ganz bestimmt Wohnen, Arbeiten, Mobilität und die Freiräume enger miteinander verzahnen, kürzere Distanzen letztlich im Durchschnitt damit erreichen, die Fläche produktiver nutzen und damit mehr Lebensqualität gewinnen. Das Rückgrat dieser Bewegung ist natürlich ein polyzentrisch organisiertes ÖPNV-System, auch mit viel mehr tangentialen Verbindungen. Und gleichzeitig in den sehr peripheren ländlichen Räumen werden wir durchaus sehen, dass deutlich starke Angebote mit automatisiertem Fahren vorhanden sein wird. Herr Friedel, Sie haben das letzte Wort in der Herrenrunde. Wie ist Ihr Bayern in 20 Jahren? Ja, danke, Frau Schneider. Ich halte es jetzt mit dem Karl Valentin, der gesagt hat, es ist eigentlich schon alles gesagt, bloß noch nicht von daneben. Also muss ich jetzt nicht alles jetzt wiederholen, passt alles, was der Dr. Rosenbusch gesagt hat, was der Professor Thierstein gesagt hat. Ich wünsche mir, dass wir es gemeinsam schaffen, dass unser Bayern weiterhin liebens- und lebenswert erhalten bleibt und dass wir das gemeinsam gestalten, dass unser Bayern landschaftlich reizvoll bleibt. Und jetzt muss ich noch was anbringen. Und dass wir spätestens in 20 Jahren einen Freien Wähler als Ministerpräsidenten haben. Sehr gut eingebracht, Herr Friedel. Ja, aber wie wäre es mit einer Frau? Also Herr Friedel jetzt oder Frau Friedel kann man dann sagen.